ja, mit Hochspannung fiebert alles hier dem großen Prozess der 7-jährigen Hadi Schad, die ja brutal ermordet wurde vor einigen Monaten im Dietershof, entgegen. Jener junge Mann, der diese Tat verübt haben soll, der muss sich hier vor dem Wiener Straflandesgericht am Mittwoch verantworten. Und das ausgerechnet zum 8. Geburtstag des jungen Mädchens. Es gibt viel Wirbel bereits im Vorfeld, denn es gibt mehrere Gutachten. Ein erstes Gutachten hat ihm Zurechnungsfähigkeit attestiert. Ein zweites Gutachten hat ihm jetzt Zurechnungsunfähigkeit attestiert. Und das würde bedeuten, dass es bei einer Verurteilung keine Haftstrafe gäbe. Das Höchststrafmaß, der höchste Strafrahmen liegt ja bei jungen Erwachsenen bei 15 Jahren für Mord, sondern er würde dann gleich direkt in eine Anstalt eingewiesen werden. Möglicherweise gibt es am Mittwoch auch noch ein drittes Gutachten, das eingebracht werden könnte, ein Obergutachten. Und da wird es sehr spannend zu sehen sein, wie auch die Strategie der beiden Anwälte aussieht. Nämlich auf der einen Seite der bekannte Strafverteidiger und Opferanwalt, also der Verteidiger der Familie Nikolaus Rast, und auf der anderen Seite die Verteidigerin des Täters Liane Hirschsprich. Liane Hirschsprich hat auch gemeint, dass sie Morddrohungen im Vorfeld erhalten habe. Sie wird mit 2 Bodyguards am Prozess am Mittwoch auch teilnehmen. Und hier beim Wiener Straflandesgericht werden strengste Sicherheitsvorkehrungen herrschen im gesamten Gebäude. Auch vor Prozessbeginn gilt ein strenges Fotografie- und Filmverbot. Und die Zuseher müssen hier auch mit strengen Sicherheitsvorkehrungen rechnen. Metalldetektoren werden bei den Eingängen zum Einsatz gebracht werden als Kontrolle, und der Täter wird mit der Wega gebracht. Also es ist ein sehr, sehr spannender Prozess. Wir werden diesen natürlich auch begleiten am Mittwoch, und mit diesen Aussichten wieder zurück ins Studio.